wir bereiten hier gerade noch eine Kleinigkeit für den Douglas Sirk-Preisträger Fatih Akin vor. Und wie ihm das schmeckt, seht ihr jetzt. Schickedim, schickedim. Filmfest-Blog-Leute sehen richtig gut aus. Wir haben Börek für Sie gemacht. Möchten Sie vielleicht? Nee, vielen Dank. Nee, danke, danke. Ich kann das nicht essen. Ich bin zu nervös. What is it about his work that fascinates you? His references and the way he talk about his own person. And you can find his personality in movies. Was erwarten Sie von dem Film? Naja, ich erwarte natürlich viel Emotion, viel Gefühl, viel Härte, viel Authentizität. Ja, also das echte Leben halt. Der Film soll, wird, muss und kann in der Türkei laufen. Warum hat Fatih Akin den Douglas Sirk-Preis verdient? Fatih Akin hat jeden Preis verdient. Da gibt es aber Millionen. Welchen soll ich denn jetzt nehmen von den 1 Million? Weil den viele wichtige, gute Leute kriegen. Und er ist wichtig und gut. Und er ist Hamburger. Und jetzt muss man einen Hamburger den kriegen. Ist doch richtig so. Eine Sache möchte ich doch sagen zu dem Film. Ein Regisseur dreht seine Filme immer für sich selbst. Wenn er sagt, er macht es für ein Publikum, so lügt er. Wenn die Zuschauer den Film dann lieben, liegt es daran, dass sie dieselbe Überzeugung haben wie der Regisseur und nicht umgekehrt. Wer hat dir das angetan? Nur wenige armenische Männer haben hier überlebt. Fatih Akin hat leider keinen unserer selbstgebackenen Böreks probiert. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Ach, Kimmerli, sei nicht sauer. Ich würde dir als Entschädigung einfach diesen Börek heute Abend für dein Lebenswerk verleihen, ha? Huh? Bis zum nächsten Mal.